Der kleine Ort Glashütte im Erzgebirge. Hier, sagt man, ist die Zeit zu Hause. Denn in Glashütte boomt die ostdeutsche Uhrenindustrie. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden hier Zeitmesser hergestellt. Ich finde es schon schön, eine Uhr zu haben. Ja. Einfach um das traditionell beizubehalten. Ne? Und wenn das Handy doch mal ausfällt, die Uhr hat, die läuft. Ja, das Gefühl auch von Uhr um deinen Arm bleibt immer gut eigentlich. Uhrmessen ist mir schon noch wichtig, also mit einer richtigen normalen Uhr. 10 Uhrenfirmen sind in Glashütte ansässig. Viele mit weltweiter Kundschaft, darunter Nomos, Lange und Söhne oder auch Glashütte Original mit 600 Angestellten im Mutterhaus. Hier wird die Unruh, der Taktgeber einer mechanischen Uhr, eingebaut. Ich setze jetzt die Unruh ein. Die Unruh, das ist das Herz der Uhr. Und es ist schon sehr besonders, wenn man dann ansieht, dass das Herz der Uhr anfängt zu schlagen. Die Montage einer Uhr dauert je nach Modell von wenigen Stunden bis zu mehreren Wochen. Mechanische Uhren liegen wieder im Trend, trotz der Konkurrenz durch preiswerte Quarzuhren. Jessica Taut und ihre Kollegen mögen die knifflige Arbeit. Man muss sehr geduldig sein, man muss gewillt sein, immer wieder dazu zu lernen. Und man braucht eine Liebe für das, was man hier macht, für diese Suche nach dem Perfekten. Alles fing an mit Präzisionstaschenuhren. Vor 170 Jahren. Auch zu DDR-Zeiten brach die Uhrenproduktion in Glashütte nicht ab. Heute entwirft die Firma ständig neue Modelle und stellt alle Teile selbst her. Sie kosten ab 4.000 Euro. Nach oben gibt es keine Grenzen. Besonders ausgefallen diese Uhr für den Weltreisenden. Im Vordergrund stand die Ablesbarkeit, die zwei Zeitzonen sind immer gleichzeitig abzulesen. Und diese Zeitzonen können Sie eben einstellen, indem Sie an der Krone hier rechts unten drehen und dann den entsprechenden IATA-Code, den International Airport Code, entsprechend einstellen für das Land, in das Sie reisen möchten. Das Uhrenmuseum der Stadt, eine Attraktion für Geschichtsinteressierte. . 1845 gründete Ferdinand Adolf Lange die erste Manufaktur. Ein Unikat, diese astronomische Kunstuhr von 1925. Insgesamt sind über 1700 Teile hinter den Zifferblättern versteckt. Und die Besucher sehen in 17 Zifferblätter. Von dieser Uhr soll es weltweit nur ungefähr 3 bis 5 Stück geben. In dieser Präzision und Vollendung ist unsere Uhr wahrscheinlich einmalig. Reinhard Reichel kennt die Geschichte der Uhren, auch zu DDR-Zeiten. 1951 wurden alle verstaatlichten Firmen im volkseigenen Betrieb Glashütter Uhrenbetriebe, kurz GUB, zusammengefügt. Die GUB hat natürlich dann eine ganz andere Philosophie fahren müssen, weg von Luxus. Uhren hin, die langlebig, robust, präzise sind, für fast jeden kaufbar. Die legendäre Uhr aus der DDR-Zeit ist eine Herrenarmbanduhr mit automatischem Aufzug, mit der Bezeichnung Spezimatik. Und auch heute begrüßen wir fast täglich Museumsbesucher, die noch ihre Uhr am Arm tragen aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Von Beginn an wichtig für Glashütte die Nachwuchsförderung. Schon früh wurde eine Uhrmacherschule gegründet. Auch heute lernen hier junge Leute, wie man Uhren montiert. Die ganz neuen Begriffe und die Funktion, wie es aufgebaut ist, das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Und natürlich, dass die sehr klein sind, aber da gewöhnt man sich schon dran. Die Ausbildungsplätze sind begehrt. Hier lernt man auch, wie Einzelteile der Uhr hergestellt werden. Das ist so ein bisschen noch das, dieses Oldschool, sage ich mal, was man da noch hat. Und nicht jedes Mal aufs Handy gucken. Das ist zum Beispiel in der Gaststätte, als blödes Beispiel mal gesagt. Wenn man aufs Handy guckt, ist es sehr unhöflich, meiner Meinung nach. Da guckt man lieber auf seine schicke Uhr. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden beispielsweise findet man die Boutiquen der großen Firmen wie Glashütte Original. Die Uhren der Marke werden in die ganze Welt exportiert. Für diese Kundin gehören Glashütter Uhren zur Familiengeschichte.
Die gesamte Familie hat klassische Uhren getragen. Ich kenne das schon seit frühester Jugend. Habe die erste an meinem Großonkel gesehen, die ich auch jetzt selbst trage. Die hat mir dann mein Vater sozusagen vererbt. In Glashütte ist man auf internationale Kundschaft eingestellt. Besonders in Asien erfreuen sich die Uhren aus dem Erzgebirge großer Beliebtheit.